Yo, yo, yo! Willkommen zurück zu Trine. Für diese Woche. Wir sind in den Kristallkavernen. Es dürfte das, ich weiß nicht, dritte, vierte, fünfte, sechste Level irgendwie so sein. Und das letzte Mal haben wir aufgehört. Das heißt, das Level für diese Woche schmeißt uns gerade Zeug entgegen. Juhu. Naja, da oben sehen wir schon wieder den ersten Trank für heute. Holen wir uns direkt mal. Zack. Hat Sache mal geklappt. Oh, was macht er? Er rotzt Feuer nach uns. Und da kommt anscheinend wieder was von oben. Tja, getroffen. Und darum können wir uns anscheinend nicht festhalten. Und da kommt noch was. Wow. Ja, das war super. Konnte man ja richtig cool ausweichen. Und Skelett. Und tschüss. Was ist das schon? Also der doppelte Bogen, der ist echt fett. Der Pointer hier alles. Okay, wie kommt man da ran? Na, erstmal den Checkpoint aktivieren. Tränke, Tränke, Tränke. Da möchte ich hoch, weil da oben unser Faustding ist. Was können wir damit machen? Wir können bewegen. Okay. Ja, aber was bringt uns das jetzt genau? Wir können es abschießen, das weiß ich. Zack. Ach so, vielleicht können wir dann damit. Ich verstehe, glaube ich, was sie wollen. Naja, ich mache hier mal so eine Planke rauf. Ja. Okay, das war schon wieder ziemlich cool. Und leg die mal hier hin. Opa. Na gut, so alt bist du ja anscheinend nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Jetzt mach doch nicht so einen Scheiß, Mann. Ja. So. Ich glaube nämlich, ich möchte das Ding hier drauf haben. Ha? Klappt das? Na, ah, Mist. Muss ich wohl so ein längeres Ding herbeizaubern. Ja, als ich die falsche Taste gedrückt war, ein bisschen irritiert. Und jetzt hier ein Klotz drauf. Der Klotz von Blemmo. Und drüber. Ja, toll, ein. Cool, stuck. Ja. Müssen wir das Ding wohl wieder kaputt machen. Und legen am besten noch eine drauf. Dann dürfte das Ganze aber kein Problem mehr sein. Oder auch, ja, nicht. Das war jetzt komischer Satzbau. Naja, es ist dennoch ein Problem. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Wie machen wir das jetzt? Anlauf und, ja, geht doch. Schön. Und das muss jetzt wahrscheinlich ein Magier machen. Ja. Okay. Das war recht leicht zu durchschauen. Man darf noch einmal stylisch irgendwas mit dem Mage killen. Aber es klappt natürlich nicht. Jo, der kommt gar nicht ran. Ich muss es gar nicht probieren. Wenn man den doppelten Bogen. Ja, und das war auch cool. Na, kommt einfach mal her. Zack. Dich kriegen wir auch noch. Ja, und das läuft ja bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Obwohl ich Angst habe, wenn man ein richtiges Rätsel kommt oder sowas, weil, ja, verkacke ich garantiert. Weil das nicht nur meine Welt ist. Und da unten ist ein Trank. Das heißt, wir haben gleich wieder ein Level up. Und dann gibt's wieder neue Punkte. Und das Skelett. Und noch eins anscheinend. Man hört ja mal, wo die spawnen und höheres Level. Er hat jetzt zwei Punkte. Da packen wir ihm dann am besten nur einen hier rein. Den kann er nämlich zwei Planken rufen. Die hat erst ein Skill. Kostet zwei Punkte, um drei Pfeile auf einmal zu schießen. Ich glaube, dann warten wir noch ein Level und er hat noch alles unverteilt.
Naja, das will ich auch noch nicht erteilen. Ich denke mal, der bekommt noch irgendwas Drittes, weil da 300 Slots sind. Vielleicht ist der Drittel dann ganz cool. Zack und zack. Und da unten ist der Tank, das sieht man. Und der sind erstmal weg. Und tschüss, Sammel. Können wir schwimmen oder sind wir denn tot? Ah, wir können schwimmen, wir können sogar tauchen. OMG. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es ja hier sogar was. Aber anscheinend den nicht so. Naja. Und anscheinend hat jeder unserer drei Charaktere einen separaten, ja, Atembalken, wie auch immer man das nennt. Das heißt, man kann, ja, schon ein Weilchen unter Wasser bleiben. Da. Ja, er trifft mich natürlich noch. Und das zieht natürlich so viel ab. Na komm. Und sind halt tot. Jetzt sind wir wieder ein bisschen geheilt. Und das machst du da oben, komm. Zack. Ja, mal gucken, so wie bei Worms, mal gucken, dass wir jetzt treffen. Zack, da ist er runtergefallen. Und da ist er kaputt. Ja, die Worms-Elite trifft natürlich immer. Die sind daran gewöhnt, auch mal so um die Ecke zu schießen. Und das soll das Sachen Checkpoint. Das hat mich der Sound ein bisschen irritiert. Und das Ding, was machen wir damit? Das ziehen wir anscheinend runter. Und brauchen jetzt hier so ein Ding. Gut, jetzt hängst du da. Ich denke mal, ich mach das so. Weil das recht leicht ist. Ah! Coole Sache. Cool, cool, cool. Immerhin lebe ich noch. Wow. Ja, wie kommen wir jetzt darüber? Gar nicht. Cool. Ah, vielleicht doch. Ja. Komm, häng dich nochmal daran. Ja, häng dich mal daran. Und dann gucken wir mal, was wir da rankommen. Ja, Kisten und Erfahrungstränke. Na, beziehungsweise eine Kiste. Und das bietet ihr uns schönes Opferamulett. Was kann das? Ein mächtiges und gefährliches Amulett, durch das der Träger nötigenfalls Gesundheit anstelle von Energie opfern kann. Funktioniert nur bei ausreichender Gesundheit. Nutzt die Gesundheit als Ersatz, falls die Energie verbraucht ist. Gesundheit wird 1 zu 1 in Energie umgesetzt. Funktioniert nicht, wenn Energie und Gesundheit verbraucht sind. Ja, das geben wir einfach mal dem Magier. Na ja, gut, dann haben wir das für ein Ding. Achso, das Heilding. Ja, und dann müssen wir hier unten lang. Ziemlich komisch. Und das geht ja mal gar nicht tief runter. Ist dadurch? Oh, hier unten lang. Ah, Erfahrungstrank. Und wir sind fast tot mit dem Ritter. Schnell geswitcht. Mal gucken, dass wir jetzt hier überleben. Sehr doof, wenn uns jetzt alle drei Chars vorweg. Ja, gut. War ja noch machbar. Und da oben sind jetzt wieder Zeugs. Wie kommt man denn da ran? Das. Na? Ja, ist aufzuspringen? Ich glaube, wir müssen bauen. Aber irgendwie will ich das nicht. Klappt auch ganz hervorragend. So, ne, ich glaube, ich sehe, was sie wollen. Ich sehe es. Mach mal die Kiste da oben ran. Dann müssen wir uns mal gucken, dass wir uns irgendwie da hochschwingen können. Ja,
echt doof werden. Naja gut, das war noch schaffbar. Was gibt's da noch im Trank? Und wir sind jetzt direkt hier oben. Das heißt, wir müssen hier nicht hochklettern. Und ein Stein. Und der macht jetzt das Zeug kaputt. Ölsaarstein.